Herzlich willkommen alle, ganz besonders Lenke Wichhusen, die heute zu zweit unterwegs ist, wie Sie sehen. Vielen Dank und herzlich willkommen. Sie ist neue Beauftragte des BVMW für den jungen Mittelstand in Berlin. Und bei der Vita hätte man ja eigentlich so keine bessere finden können. Ich will mich ja kurz halten, aber wenn man da nur einigermaßen eine Vorstellung machen sollte, würde die lange dauern. Ich bringe trotzdem nur mal so ein paar Beispiele, weil das heute auch eine Rolle spielt, aus einer Unternehmerfamilie, selbst den Nachfolgeprozess durchlebt. Das kann man vielleicht nachher später auch ein paar Dinge einbringen. Politisch aktiv, Fraktionsvorsitzende der FDP in der bremischen, wie heißt es bei Senat? Bürgerschaft, ja. Also parteipolitisch aktiv in vielen Gremien, bei den Jungunternehmern, Vorsitzende. Und was auch hier in dem Rahmen spannend ist, wir hatten sie die Einladung geschrieben, 2 Jahre beim Fernsehformat Höhle der Löwen als Investorenvertreterin, mehrere Beiräte etc. Und heute zu Gast, um uns zu berichten, was es beim jungen Mittelstand Neues gibt, vor allen Dingen, was den jungen Mittelstand überregional, international ausmacht. Vielen Dank und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Stumpf. Ich freue mich total, dass das geklappt hat, so spontan. Deswegen großes Dank an Sie für die Einladung. Und schön, dass ich jetzt mal Sie als Mitglieder auch aus der Region sehe. Das ist für mich auch neu. Deswegen freue ich mich, wenn einige ihre Kamera anhaben und ich sehe, wer alles dazugehört. Ich darf ein bisschen den jungen Mittelstand vorstellen und Herr Stumpf hat gesagt, wie lange er schon dabei ist. Damit sind Sie viel länger dabei als ich, lieber Herr Stumpf, weil ich bin ja noch recht frisch beim BVMW und neu dabei. Nichtsdestotrotz habe ich mir ein bisschen vorgenommen, was kann man beim jungen Mittelstand, entschuldigen Sie übrigens, das ist Marielle, die kleine Tochter, die zwischendurch mal Aufmerksamkeit braucht. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. So. Also was können wir beim jungen Mittelstand alles machen? Was zeichnet uns aus? Also erstens, was uns massiv unterscheidet zum Hauptverband Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft. Wir sind ja eine Untereinheit quasi, eine Organisationseinheit. Wir sind unter 45, wir sind, haben alle Inhaber, sind Inhaber, Inhaberinnen von Unternehmen. Wir haben Startups oder wir sind eben Junioren mit Aussicht auf Beteiligung an einem Unternehmen. Warum machen wir das Ganze? Und ich glaube, das ist nochmal wichtig darzustellen, oder es ist mir auch ein Anliegen, warum wir das so auch gewählt haben. Der Mittelstand als solches hat ja ganz, ganz besondere Werte. Und das ist ein großer Unterschied, gerade zu den, wenn Sie daran denken, was ist der Unterschied zwischen einem Manager, einem angestellten Manager oder eben uns als Unternehmerinnen und Unternehmer. Das sind eben genau diese Werte und ich nenne da 4 mal von, die mir am Herzen liegen, ist auf der einen Seite, das ist gerade auch in Ihrer Region wichtig, die Standorttreue. Wissen Sie selbst, dass wir als Unternehmer, Unternehmerinnen eben nicht einfach so den Standort verlassen und zwar nicht. Leider bleiben wir dort nicht wegen Politik, sondern trotz Politik. Deswegen ist es auch wichtig, wenn Herr Stumpf bei der Politik immer wirbt für die unternehmerischen Interessen. Nichtsdestotrotz ist die Standorttreue ein ganz, ganz entscheidender Wert, der uns irgendwo als Mittelstand auch auszeichnet. Der zweite Wert ist der sehr, sehr enge Bezug zu den Mitarbeitern. Auch da unterscheiden wir uns natürlich von großen Konzernen, weil wir doch eben wissen, also ich glaube, selbst Sie mit den 160 Mitarbeitern kennen Ihre Mitarbeiter alle persönlich. Sie wissen, wer dahinter steht und im Zweifel kennen Sie auch die Geschichten und können anders darauf reagieren. Das andere ist das Prinzip von Risiko und Haftung, was bei uns in einer Hand liegt. Auch das ist ein Wert, den es so nirgendwo anders gibt. Das heißt, dieses Prinzip Risiko und Haftung heißt, wir wissen genau, was haben wir abends falsch gemacht, das sehen wir in der Bilanz. Und jedes rächt sich sofort, jeder Fehler. Und damit unterscheiden wir uns eben auch von dem angestellten Manager, der im Zweifel noch, obwohl er Verluste einfährt, mit einem dicken Bonus nach Hause geht. Letztes Thema dazu, und da komme ich auch nochmal zum Thema junger Mittelstand logischerweise, ist der 4. Wert und das ist das generationenübergreifende Denken. Das generationenübergreifende Denken ist entscheidend. Das heißt, wir sehen, unser Unternehmen wird uns für eine Generation anvertraut. Nämlich mit dem Ziel, es im bestmöglichen Zustand in die nächste Generation weiterzugeben. Es gibt natürlich die klassischen Exit-Stories.
gerade bei Startups, die sind oft ganz, ganz anders aufgestellt, auch von der Struktur, dass man sagt, wir bauen eben nicht ein langfristig orientiertes Familienunternehmen, obwohl einige Startups sicherlich die Familienunternehmen von morgen sind. Nichtsdestotrotz, dieses generationenübergreifende Denken, gerade in Nachfolgeunternehmen, die schon in mehreren Generationen sind, haben so ein Denken drin, dass sie oft eine sehr, sehr starke Risikovorsicht haben, eine unternehmerische Vorsicht und damit auch ganz anders geführt werden. Ich glaube, was uns als jungen Mittelstand ausmacht, ist eben genau dieser spannende Mix, einerseits Startups zu haben, andererseits eben Nachfolgerinnen und Nachfolger, weil die eben ganz, ganz andere Themen verbindet. Also heißt, wir führen, wie kann man eigentlich führen, wenn man früher als Kind bei den Mitarbeitern vielleicht auf dem Gabelstapler auf dem Schoß mitgefahren ist und heute sind wir selber die Chefs von denjenigen, die vielleicht schon seit 30 Jahren dabei sind. Das sind Fragen, die uns als Nachfolgerinnen und Nachfolger beschäftigen. Wie kann man damit umgehen, wenn der Vater auf einmal auch der Chef ist im Ersten und dann später auf Augenhöhe? Wie kann man gemeinsam mit seinen Geschwistern führen? Auch das sind sehr, sehr zentrale Fragestellungen, die im jungen Mittelstand, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle spielen, die unglaublich stark behandelt werden sollten, weil, und das ist das, was es uns unterscheidet, es sind sehr hoch emotionale Themen. Es ist nichts, was man aus dem Lehrbuch einfach so nachschlagen kann, sondern ich glaube, und das ist das, was uns auszeichnet, da können wir voneinander lernen, da können wir auch untereinander lernen, insofern, wenn wir bereit sind, über genau diese Themenfelder offen zu sprechen, offen zu diskutieren, weil wir dann auch so eine Art Frühwarnsystem entwickeln für Probleme und Herausforderungen, die gegebenenfalls auch auf uns zurollen könnten. Und genauso ist es im Startup-Bereich, wo auch dort, also was passt, brauche ich einen strategischen Investor, brauche ich einen reinen VC-Partner, brauche ich jemanden, reicht mir ein Angel aus? Welche sind vielleicht für mich passend? Das sind alles Themen, wo wir uns untereinander, glaube ich, extrem gut vernetzen können. Wo ich mir übrigens wünschen würde, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, dass man sich duzt. Es ist nämlich eine andere Sache, ob man im Du-Modus aufeinander zugeht oder in einem Sie-Modus. Da ist einfach dieses, von Anfang an, es ist leichter, ein Vertrauen aufzubauen, wenn man tatsächlich auf Du kommuniziert. Ich glaube, das ist tatsächlich wichtig in dem Ganzen. Und vor allem, dass das, was hier dann besprochen wird, dass man sich auch darauf verlassen kann, dass es nicht nach außen getragen wird. Also in dem Moment, wo ich bereit bin, über die Geschichten meines Familienunternehmens zu berichten, was ich gerne tue, muss ich mich darauf verlassen können, dass es nicht morgen irgendwie groß weitererzählt wird. Und ich glaube, dass gerade wir als junger Mittelstand uns genau da austauschen können und genau so berichten können, um voneinander zu lernen. Und das ist das, was den jungen Mittelstand auszeichnet. Und das ist das, was uns, glaube ich, von allen anderen auch irgendwo unterscheiden kann. So, das vielleicht als Input von meiner Seite. Dann nochmal ein herzliches Dankeschön an Lenke Wischhusen.